mit Welt Nummer 3, die sich hier unten befindet. Wildes Ausschneiden. Oh Gott, das wird es. Oh Gottes Willen. Mit der Steuerung wird das schwer. Wir nehmen einen Presseflammer. Schneide die verschneideten Figuren aus. Du benötigst mehr als 80 Punkte, um den Level zu beenden. Schneide so exakt aus, wie du nur kannst. Wenn du genau auf der Linie bleibst, erhältst du die meisten Punkte. Das wird ein Akt, ey. Und so, oh Gott, ja, genau. Wir fangen auch gleich mit dem, mit der schwersten Figur an. Hier kann jeder Münzen gewinnen, also hier gewinnt nicht derjenige, der die meisten Punkte hat. Ja, das ist ja mal alles andere als gerade. Ich habe es mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Aber das sieht auch nicht gut bei mir aus. Den Abschluss muss man auch noch perfekt hinbekommen. Und reicht's? 95, ja, so schlecht war das doch nicht. Und alle würden jetzt im Abenteuermodus 10 Münzen bekommen. Clear! Sehr schön. Ein Ab und 10 Münzen. Weiter geht's. Und das Spiel macht echt noch Spaß, ey. Vergrabener Schatz. Sehr schön, nächstes Spiel. Da brauche ich irgendwie ein bisschen Glück dabei, sonst wird das nix. Benutze die versteckten Pfeile als Wegweise zur vergrabenen Truhe. Finde die Truhe, um den Level zu beenden. Die versteckten Pfeile weisen den Weg zur verborgenen Schatztruhe. Und das wird wieder ein Kraftakt werden. Also ich tendiere immer dazu, erst in die Mitte mich zu graben. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier ein paar Grafikfehler sehen. Oh! Das war jetzt mal richtig Schwein gehabt. Oh ne, doch nicht. Der Fall von Luigi ist in Ordnung. Jetzt gedacht, kommt Grafik wachs. Nein, passt. Clear! Level up. 10 Münzen dazu. Und nächstes Spiel, bitte. Wüstensprint. Okay. Aber da ist eigentlich in der Regel ein Grafikbug nicht im Spiel, sondern per Emulator drin. Tretet in zwei Teams zu einer runden Wüstenski oder Ski an. Bewege den Level, in dem dein Team gewinnt. Rechts, links, rechts, links. Wenn ich beide zur gleichen Zeit den Steuerstick drückt, kommt ihr aus dem Takt und fällt zurück. Ey, deswegen braucht man Mario jetzt als Partner. Und sonst geht das nicht. Ich habe keinen Grafikbug. Was ist denn das? Geil! Ich bin der erste Display, der, glaube ich, keinen Grafikbug hat. Ja, man schafft's, wenn man richtig schnell ist, kurz vor den zu sein. Ja, das war souverän gewonnen. Nicht gerade schwer das Spiel. Einfach mal rechts, links im Takt. Der Computer macht euch alles nach. 10 Münzen dazu, sehr schön. Weiter geht's mit großes Tauziehen. Oh nein, mein armer Daumen. Der schreit schon wieder. Nein, bitte nicht. So, wir sind in einem Bosser-Kostüm und wir dürfen den drehen, den Seuschrick, um beim großen Tauziehen am Seil zu ziehen. Zieh die anderen in den Abgrund und beende den Level. Dreh einfach schnell den Seuschrick. Wenn du von der Klippe fällst, wirst du von der riesigen Piranha-Pflanze aufgefressen. Ja, wir haben die Qual der Wahl. Pflanze oder gewinnen. Und eigentlich sag ich, ich will das Ding gewinnen. Die sind sehr, sehr hartnäckig. Kommt jetzt fällt runter. Danke. Ich habe das noch im Gemütgang gemacht hier. Und das Spiel, das wird später härter werden. Das sage ich euch. Clear! Und wir kriegen ja 15 Münzen dazu. Und also mittlerweile läuft die Welt 3 schon mal in gereiften Bahnen. Hier schiefe Türme. Ein Einzelspieler-Minigame. Und die Aufgabe. Springe von einem kippenden Turm zum nächsten. Beende den Level, in dem du das Ziel erreichst. Sobald der Turm zu kippen beginnt, spring mit aller Kraft. Nur so kannst du den nächsten Turm erreichen. Kraft. Die Kraft. Meines Daumens, ey. Ach ja, gibt es noch unterwegs noch extra Münzen, die kann man einsammeln. Bing! Start! Bing! Und ja, wenn man hier, wenn man einzelne Spieler verliert, dann verliert man meistens 5 Münzen, also in der Regel 5. Gewinnt man, kriegt man in der Regel 10. Es gibt da die Ausnahmen. Noch im alten Mario Party 1. Es gibt immer Ausnahmen.
Denn ohne Ausnahmen würde dieser Sprichwort ja nicht stimmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wir haben das gewonnen, souverän. Also bei 3 ist ja mal optimal gelaufen. Kein Versuch verloren. Was mich eigentlich wundert, weil beim vergrabenen Schatz habe ich gedacht, da verliere ich ein paar Leben. Pustekuchen. Wir haben es geschafft. Welt 4 wartet auf uns.